Willkommen zurück zu You Sister Astralis. Ich bin deine Astrologin Cindy. Dies ist die Generallesung für Löwe, September 2016. So, fangen wir an. Am 1. September gibt es eine Solareklipse in deine zweite Haus von Finanzen und alle deine Schätze, das Haus von Schätze, wo du kriegst die Schätze oder wo du fühlst dich geschätzt oder nicht geschätzt. Also eine Solareklipse ist ein bisschen wackelig in Energie. Es kann entweder irgendwas zu Ende kommen oder irgendwas kann wieder anfangen. Es kann sehr stark, es ist eine sehr starke Energie. Das hat zu tun mit deinen Finanzen. Und ja, es kann sein, dass es hat zu tun mit dem Karma in dem Haus. Auch wenn du fühlst dich geschätzt, wenn du schätzt dich selbst und du schätzt die Menschen, mit wem du von dem 8. Haus, so deine sexuelle Beziehungen oder Ehepartner, dann dieses Haus ist auch in Balance. Und je mehr es in Balance ist, desto mehr es kann gesegnet werden. Und sonst kommen die spirituelle Wachstumszeit, okay, wo man muss gestreckt hier werden. Und wenn du hast Probleme gehabt mit Geld, dann es kann sein, dass Geld fließt zu dir, weil ja, es könnte dich wirklich helfen, wenn du hast dich nicht selbst geschätzt oder so. Du kannst durch eine Wachstumszeit durchgehen, wo du fängst an, dich selbst zu schätzen und die anderen Menschen zu schätzen. Also du fängst an, durch eine Periode durchzugehen. Und das sehe ich auch, weil in Saturn Löwenmenschen haben. Saturn in ihrem 5. Haus, das gehört zu Löwe. Und wie Löwe hat zu tun mit König zu sein, und meistens sie sind eine Führer und sind eine Boss oder so, oder sie mögen müssen ja irgendeine Bossposition haben. Und wenn man hat nicht ihre Löwen in sich gefunden, dann es kann sein, dass Saturn hier hat zu tun mit Wachstum und streckt man geistlich zum reifer zu werden. Und es kann sein, dass mit dieser Eklipse in deinem 2. Haus, dass du fängst an, dich selbst mehr zu schätzen und auch deine sexuelle Partner. Und gleichzeitig Saturn in deinem 5. Haus, es ist eine diese Geschichte hat viel zu tun mit Love and Beta. Musst du gereift werden, oder die Menschen, die spielen so viel herum und nehmen die Menschen nicht so ernst und sehen Menschen wie Sexspielzeuge und so, ja, wie Playboys oder Playgirls oder so, und spielen nur mit Menschens Herz. Das ist man geht durch jetzt eine Zeit, wo sie müssen lernen, Lektionen durchgehen, wo sonst Saturn bremst die Liebe und der Romanz. Und ich glaube, ihr Löwen da draußen verstehen, was ich meine. Es gibt einen Löwen, die müssen in sich selbst glauben und den Löwe rausbringen, wo sie fühlen sich ja selbstbewusst sein. Und es gibt einige Löwen, die sind so egoistisch und schätzen nicht die anderen Menschen oder ihre sexuelle Partner. So. Ja, und das ist diese Zeit, die nächsten 6. Monate, dass man kann durch diese Wachstumphase durchgehen.
glaube, wenn dieses Haus ist in Balance, dann man wird gesegnet dann mit Geld. Am 9. September, Jupiter fliegt rein in Waage. Und es kann auch sein, dass der mehr du fängst an, dich selbst in Balance zu bringen, in das zweite Haus, der mehr das Geld fließt zu dir. So, okay. Oder der mehr, dass du dich selbst schätzt, dann bist du ein Magnet, das Geld fließt zu dir. Okay, so 9. September, Jupiter fliegt rein in Waage und das ist, Jupiter wird hier sein für ein ganzes Jahr und es segnet deine Beziehungen mit jüngeren Geschwistern und Nachbarinnen, Nachbarn und Freundinnen, Kommunikationen, wo du kannst besser kommunizieren. Es kann sein, dass du jetzt immer so viele E-Mails als sonst bekommen, viel in Kommunikation gehen. Vielleicht lernst du ein neues Programm oder eine neue Sprache während dieser Zeit. Okay. Das ist für ein ganzes Jahr. Und wenn es für die Singles da draußen, ja, es ist, nutzt die Gelegenheit, online zu gehen und jemanden kennenzulernen dieses Jahr. Okay? Und für diejenigen, die sind schon in einer Partnerschaft, ja, es kann sein, dass, dass ihr fangen an, ein bisschen liebevoll miteinander zu kommunizieren. Am 10. September, Saturn und Neptun reden nicht so harmonisch miteinander, so es kann sein, dass wenn du bist in Beta, es kann sein, Konflikte könnten werden in einer Ehe oder auch mit jemandem, wenn du ausgehst. Konflikte kann hier der Rede sein, mit Geld, das fließt zu dir von anderen Ressourcen oder von spekulativen Geschäft. Okay? Speculative Business. So, vorsichtig sein, keinen Vertrag unterzeichnen. Jemanden vielleicht könnte die Wolle über deine Augen ziehen wollen. Okay, am 6. September, es ist ein Vollmond und auch eine Lunareklipse dazu in deinem 8. Haus von Ehepartnerschaft und auch wenn du wohnst mit jemandem und hast ein gemeinsames Einkommen, wo du teilst Geld, entweder mit einer Freund oder Ehepartner oder sogar mit einem Geschäftspartner. Okay, am Vollmond ist hier, man könnte gesegnet werden im Geld oder irgendwas könnte zu Ende kommen oder irgendwas könnte neu anfangen. Vielleicht eine Beziehung geht in eine höhere Etage. Am 22. September, Merkur fliegt direkt in Jungfrau in dein zweites Haus. So, wenn du hast Misskommunikationen gehabt, ja, dann der Merkur vorwärts kann, dass alles wieder gut dass es fließt besser. Merkur rückgängig macht, sorgt für Misskommunikationen. Und ja, also wenn, weil letzten Monat da war eine Eklipse in deine siebten Haus und Beziehungen und ja, es ist so, und dann da war eine Venus war neben Merkur, wenn es hat angefangen rückgängig zu werden, so solltest du wieder zurückgehen in eine
Beziehung von das ausgegangen ist und deine Ex kommt zurück, dann ist es okay, aber es ist nicht eine gute Zeit, jemanden neu in diesem Monat kennenzulernen, wenn Merkur rückgängig ist und ist im Schatten. Aber es ist eine gute Zeit, wieder alles auszureden und nachschauen, warum alles ist auseinandergegangen, wenn Merkur rückgängig ist, okay? Wo man steigt dann wieder rein und versucht, alles nachzureden und verstehen, okay? Dann wir haben am 22. September Sonne fliegt rein in Waage. Also, Sonne in Waage ist einfach nicht, es hat seine gute und schlechte Zeiten, Seite. Sonne hier, es kann sein, es hilft dir mit Kommunikationen und wenn du jemanden neu kennenlernst, online, auf Online-Dating oder so, einfach nicht so rasch, nicht so schnell gehen. Die Person könnte fühlen, dass du wirst zu schnell gehen in eine Beziehung oder so. Und es ist jetzt nicht die Zeit, sowieso in eine Beziehung zu gehen, weil Merkur ist noch immer in Schattenperiode, okay? Und es sorgt dann für Misskommunikationen und auch wenn diese zwei Schattenperioden vor und nachher, wenn Merkur rückgängig ist, ist wackeliger Boden, jemanden neu kennenzulernen. Okay? Okay, so, dann, Venus fliegt rein in Skorpion, in deine vierte Haus. Und das ist bessere Energie, als wenn Mars hier war und dann rückgängig. Aber jetzt Venus kommt rein und sorgt für Leidenschaft wenn du bist in einer Beziehung, vielleicht es wird sehr oft leidenschaftlich sein zu Hause oder mit es hat zu tun, wenn du hast mit deiner Astrologiekarte, aber ja, Venus in der vierte Haus gibt dir auch die Möglichkeit, dein Haus zu verschönern. Es ist eine gute Zeit, das Haus zu verschönern, auch dein Auto, segnet dein Heim und dein Auto und Familie. Und ja, und auch deine Ehe, einfach intim sein, zu Hause. Und am 26. und auch es kann sein, dass du könntest Geschenke bekommen von den Eltern von deiner Ehepartner oder von deiner Partner, okay, mit wem du wohnst zusammen, oder Geld fließt rein zu dir. Wenn du hast Heimgeschäft, so wenn du arbeitest zu Hause. Okay. Am 27. September Mars fliegt rein in Steinbock in dein sechste Haus. So Mars arbeitet für dich, dass wenn du joblos bist, dann jetzt ist die Zeit, wo du könntest echt gesegnet werden mit einem Job. Oder ja, dass du fängst an, ein bisschen mehr ordentlich zu werden und deine Agenda und deine tägliche Arbeit alles in den Griff zu bekommen.
Wenn es war ein bisschen chaotisch, dann es wird besser fließen. Und 30. September gibt es einen Neumond in Waage in deinem dritten Haus. Und das ist super Energie noch mehr für deine dritte Haus. Vielleicht bekommst du einen neuen Nachbarn oder irgendwas Neues könnte auch passieren in deinem Leben von deinen jüngeren Geschwistern oder Nachbarn. Aber Kommunikation hier, irgendwas Neues könnte passieren, vielleicht ein neuer Kurs oder du wirst eine neue Sprache lernen oder so. So, ich hoffe, es hat dir gefallen, Generallesung für Löwe. Und wenn du willst, wenn du fühlst, dass diese Lesung war, hat dein Leben nicht ganz getroffen, denn es hat zu tun mit deiner persönlichen Astrologie. Und wenn du willst eine persönliche Astrologie-Lesung mit mir, dann kannst du mir schreiben und meine E-Mail-Adresse lasse ich dann in den Schachtel da unten. Okay, so, wir sehen uns bald. Bis dann. Tschüss.